Nach vielen Jahrhunderten von Jahren des Friedens deuten erste Anzeichen wieder die Ankunft des Herrn der Finsternis an. Doch die Götter haben vorgesorgt. Sie bereiten einen armen Bauernjungen auf sein Schicksal vor, denn er wurde prädestiniert, das Reich Ilarion vor der Dunkelheit zu retten. Sein Leben steht geschrieben und er wird langsam darauf hingewiesen, welche Aufgabe ihm zuteil wurde. Dennoch kann er eine solche Geschichte nicht glauben und versucht all das zu ignorieren, doch schon bald wird er sich stellen müssen. Er wurde prädestiniert. Also sein Schicksal wurde vorbestimmt. Destiny. Predestiny. Ich denke, das ist ein Wortspiel. Willkommen zu einem kleinen Projekt, das ich zwangsweise jetzt spielen muss. Muss. Alles kann, nichts muss. So sagen es ja auch die Assassinen. Aber leider muss ich jetzt trotzdem, denn, ach, was soll ich groß um den heißen Brei herumreden? Irgendwie wurde mein Chrono Trigger Spielstand nicht so gespeichert, wie er sollte, und ich muss noch meinen kleinen Teil nachspielen. Und ein anderes RPG Maker Spiel, das ich dann anfangen wollte, wirklich auch nur sehr, sehr kleines, da habe ich massivst übersteuert und das war nicht gerade lustig. Deswegen versuchen wir uns nun am dritten Spiel, und zwar Zitadons Destiny, was man hier sehr, sehr gut lesen kann. Ein Spiel von anscheinend Tormentor 667, worum es geht. Irgendwas Generisches. Laut Erzählung. Schauen wir einfach mal rein. Oh, achso, das sind unsere Heldenpartien. Ja, gut. Am besten, wir gehen mal zum Dorfältesten. Der wird dir sicher einige Fragen beantworten können. Dir Hallo auch ein Hallo? Das ist ein Intro. Das ist ein Intro. Welche Fragen? Hallo? Etwa die Fragen, die ich vorhin vorlas, das war die Spielevorstellung, die Kurzzusammenfassung. Das hat doch nichts mit dem Spiel direkt zu tun. Also, das Spiel sollte ich schon selber erklären. Hallo? Bei mir gibt es die weißeste Wäsche in der ganzen Wüste, gewaschen mit Sandynix, mach auch Balalbla. Bla bla bla. Und wenn sie jetzt kaufen, bekommen sie doch dieses weiße Hemd gratis. Bla bla. Na, schnell weg hier. Also, wir spielen den Protagonisten Alex und das Erste, mit dem eigentlich, ich denke mal, jeder interagieren wird, ist eine Frau, die über weiße Wäsche spricht. Awesome! Kann ich euch behilflich sein? Ist das ein geiler Spielanfang? Müssen wir hier überhaupt sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich der Startpunkt des Spiels ist. Mit dem kann man erst gar nicht reden. Ja, was haben wir denn überhaupt so? Achso, jetzt haben wir doch niemanden, der uns begleitet. Also, doch keine Fragen. Ich habe jetzt eine Menge Fragen. Moment mal, wie hießen doch eigentlich Alex? Wieso heißen wir jetzt Rybo? Das ist übrigens eine Demo. Ich ziehe mir mal Demos, da die relativ schnell vorbei sind. Das weit verbreitete Eisenschwert. Stoffrüstung, eine Rüstung aus Stoff. Ja, das ist es wohl. Keine Techniken, keine Items, kein Geld. Mensch, jetzt freue ich mich. Das ist ja fast so wie das letzte Spiel, das ich spielte, aber euch nicht zeigen kann, weil euch sonst die Ohren abfallen. Da musste man auch aufleveln gegen Gegner, die viel, viel stärker sind. Yay. Und das war ein Piratenspiel. Ohne Piraten. Hallo. Geile Übergänge. Hallo, Dorfältester. Wie wollt ihr? Entschuldigung, wenn wir ungelegen kommen, aber wir wollten fragen, wie... Wir? Verschwindet, ich habe keine Zeit für sowas, für Stottereien. Aber es ist sehr wichtig und ich... Was ist wichtig, hallo? In 5 Sekunden habt ihr mein Haus verlassen und ich mache aus euch kleine ekelhafte Amphibien. Nein, nicht die ekelhaften. Geht zu dem alten scheinblinden Sack im Westen des Dorfes, der hört sich euer Gelaber vielleicht an. Okay, schon weg. Was passiert hier? Die Zusammenfassung hatte recht, ich habe eine Menge Fragen. Und ich kann nicht glauben, was hier passiert. Es stimmt. Ich denke, du solltest erst mit dem Ältesten reden, bevor wir das Dorf verlassen. Wer bist du? Du siehst aus wie Evri. Hi. Ha. Okay. Handelsstadt Lokima. Okay, jetzt wissen wir zumindest, dass es eine Handelsstadt ist. Hallo, andere Evri. Seid ihr... Sieht genauso aus.
Seid gegrüßt, ich habe euch hier noch nie zuvor gesehen. Was führt euch hierher? Das weiß ich nicht. Bitte erkläre dich jetzt. Mein Name ist Ryber und definitiv nicht Alex. Ich bin auf der Suche nach einer jungen Elfe. Sind wir das? Sie muss hier irgendwo sein, denke ich. Ich glaube nicht, wir sind beim wirklichen Startpunkt des Spiels gestartet. Ich habe auch eher das Gefühl, das ist die Testvariante des Spiels. Also ich denke das so. Die letzte Version wurde nicht wirklich geprüft. Ich meine, die Spielstände sind noch da und wir starten irgendwo mitten im Plot, wie es scheint. Ist es mein Problem? Nein. Also gestern kam ein Schiff an mit jeder Menge Gefangenen. Aha. Sie wurden alle in den Kerker der Wüstenburg gebracht, denke ich. Aha. Übrigens, mein Name ist Karima. Du bist irgendwie total hübsch. Ich könnte dir vielleicht behilflich sein, wenn ich mit dir gehe. Als... Ach, deswegen sieht sie so aus, weil sie genau die ist. Gut getestet. Als Einheimische kenne ich mich hier sehr gut aus. Okay, Karima, aber wo ist diese Dunkelburg? Sie ist auf der anderen Seite der Insel. Um sie zu erreichen, müssen wir durch eine riesige Wüste. Eine Insel hat eine riesige Wüste, okay. Die Soldaten und ihre Arbeiter bewältigen diesen Weg nur, weil sie einen Magus bei sich haben. Was dieser aber genau mit ihnen macht, weiß ich nicht. Ich verstehe diesen magischen Schnickschnack nicht. Hihi, so geht's mir auch. Also dann werden wir uns hier mal umsehen, was? Ja, das werden wir. Wir haben noch nicht mal... Wir haben noch nicht mal erfahren, dass wir auserwählt sind. Das sind Jumpscare-Möwen. Wow. Nicht sichtbare, aber es sind definitiv Jumpscare-Möwe. Was? Na gut. Giftlibelle und Libelle. Das war aber schwierig. Rainbow Level 2. Aber wenigstens levelt man noch auf Skorpion am Strand. Gut. Gut, kann sein, aber das sah eher aus wie eine Krabbe. Naja, besser als im Piratenspiel. Mit dem Aufleveln meine ich. Für Level 2 braucht man 1400 Erfahrungspunkte. Und der stärkste Boss des Spiels, nämlich der Piratenkapitän, hat nur 80 gebracht. So, Level 3. Jetzt sollten wir uns irgendwo heilen. Warum bewegen die sich eigentlich nicht? Was ist hier los? Müssen die so sein? Ah, jetzt bewegen sie sich. Ja, was? Einige Stunden später? Ah, Helen. Unleashing of Chaos? Wo bist du? Hilfe, ich retten Instel Sandon. Erwacht! Ich glaube, hier ungefähr sollte das Spiel anfangen. Huch, ein Traum, wo bin ich dann? Das muss Sandon sein. Ich sollte mich mal umschauen. Wir laufen das Spiel gerade rückwärts. Und wie schnell wir es rückwärts laufen. Wuhu! Nobody can stop me now! I'm up on an epic roof? It's Mega Man. Was zum Arsch? Der Älteste. Hippie, so im Westen des Dorfes, hier. Hallo, ich bin auf Zucker. Wer seid ihr? Was sucht ihr in meinem Haus? Oh, das ist sehr weise. Mein Name ist Rybo und ich bin auf der Suche nach jemandem. Josh, bist du es? Ach nee, Quatsch. Nein, er hieß ja Nein. Es war ein ganz anderer Charakter. Irayu. Und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe furchtbares Stottern und ich renne super schnell und ich habe ganz viele Probleme. Und warum glaubt ihr, dass ich euch helfen werde? Weil ihr der Dorfälteste seid und... kein Antagonist? Faria! Gesundheit! Ich bin's, Karima. Ich habe ihn zu euch gebracht, weil ich weiß, dass ihr der Einzige seid, der ihm helfen kann. Das heißt könnt, liebes Kind. Karima, schön dich zu hören. Naja, mit den dicken Augenbrauen würde ich auch nichts sehen. Nun ja, Rybo.
Wenn Karima euch schickt, werde ich euch wohl helfen müssen. Egal worum es geht, vielleicht hätte ich mich erstmal darüber informieren sollen. Was wollt ihr wissen? Danke, das ist alles. Weg durch die Wüste. Gibt es einen anderen Weg, die Wüste zu durchqueren, ohne Wasser aus dem Boden zu absorbieren? Ich glaube, wir haben gerade ein paar Informationen übersprungen. Nein, die Hitze ist so extrem, dass eure Körper in wenigen Minuten ausgetrocknet werden. Nur die Sklaven und Krieger des Magus haben eine echte Chance, das alles zu überleben. Oder auch nicht. Abhängig davon, was in der Wüstenburg erwartet. Und deswegen kommen sie durch die Wüste, weil es davon abhängt, was sie in der Wüstenburg erwartet, was? Das könnte vielleicht eine echte Chance darstellen. Was könnte eine echte Chance darstellen? Die Wüstenburg. Wüstenburg. Was könnt ihr mir über die Wüstenburg sagen? Die Wüstenburg scheint ein Gefängnis zu sein. Dort werden monatlich etliche Gefangene gebracht. Wir wissen davon, weil der kürzeste Weg durch die Wüste durch unser kleines Dorf führt. Was? Was dann mit den Gefangenen passiert, ist uns nicht bekannt, jedoch ist bis jetzt noch keiner zurückgekommen. Die Abkürzung durch die Wüste führt durch ein Dorf vor der Wüste. Ein Dorf, durch das man nicht herumgehen kann. Ja, bei den ganzen Klippen und so, klar, irgendwie, aber er meint sicherlich eher sowas wie... Ja, die kommen halt über den Strand, da legen Schiffe an und bringen Gefangene oder sowas. Vielleicht. Der Magus. Was für eine Funktion hat der Magus dabei? Der Magus versorgt die Krieger mit Feuchtigkeit. Er hat immer eine Dose Nivea dabei, welche er mit einem Spruch aus dem Boden der Wüste absorbiert. Das ist ja das Naheliegendste. Nur ein sehr mächtiger Magus kann aus dieser Tiefe, in welcher das Wasser liegt, Materie heranziehen. Und das verdampft nicht instant, weil... Ach ja, Magie. Cool. Nun denn, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wer ist nun denn? Ich wünsche euch viel Glück auf eurem Weg. Ach ja, noch was. Er hat uns nicht in geringster Weise helfen können. Außer, dass wir vielleicht mal zur Wüstenburg sollten. Doch bis dahin sind wir verdampft. Ach ja, noch was. Meldet euch mal bei der Hexe. Die alte Schachtel könnte euch bestimmt auch noch irgendwie behilflich sein. Bezweifle ich. Wenn sie es nicht tun sollte, gibt's Ärger von mir, dem mächtigen Dorfältesten, der sie in Grund und Boden zaubern wird. Hallo. Ich bin Raibon, der alte, er hat... Ich weiß, Farben hat euch geschickt. Seid froh, dass der alte sagt doch, was bei mir gut hat. Das weiß sie, weil sie der Hexe ist. Also woher wisst ihr das? Ich bin eine Hexe, du Zwerg, schon vergessen. Das heißt, ich hab Superkräfte. Also kommen wir zum wichtigen Teil. Irgendwo in der Wüste lebt ein Eremit. Bei ihm rasten die Sklaven und sonstige Anhängsel. Eremit? Bei ihm rasten die Sklaven? Okay. Der Dunkelheit immer. Okay. Er kann euch sagen, wann sie das nächste Mal wieder kommen und wie ihr euch ganz clever unter die Gruppe mischen könnt, so dass euch keiner von diesen Holzköpfen bemerkt. Wieso sollten wir uns darunter mischen wollen? Soweit ich weiß, gibt es auch noch irgendwo eine Oase für den Fall, dass es euch ein klein wenig zu heiß werden sollte. Aber ich dachte, wir werden instant verdampft oder zumindest das ganze Wasser in unserem Körper oder was auch immer. Noch was, nehmt diesen Kristall an euch. Falls ihr in Schwierigkeiten geraten sollt, werde ich das fühlen. Ja, ist klar. Ich komme dann und rette euch nach ein paar Minuten. Vielleicht. Setzt den Kristall aber sinnvoll ein. Ihr werdet ihn nur einmal verwenden können. Geile Storytelling, geile Mechaniken. Voll glaubhaft. Okay, vielen Dank. Wir machen uns gleich auf den Weg. Und tschüss. Ich würde hier gerne durchsausen. Also ich bin überzeugt. Seid ihr überzeugt? Ich bin total überzeugt. Also das Storytelling ist ja total geil. Das habe ich so in dieser und ähnlich schrecklicher Form ja noch nie erlebt. Au, meine Ohren. So, das ist der größte Strand der Welt. Raibus, es ist viel zu heiß. Wir sollten umkehren. Ich weiß, aber der Eremit muss doch hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Hier ist es so heiß in der Ecke. Bei dem ganzen Grün.
Ich sehe mich jetzt erstmal am Rand um, denn RPG-Maker-Spiele machen das ja gerne mal. Der richtige Weg ist irgendwo am Rand oder in irgendeiner trügerischen Ecke. Ah, Oase. Wasser, Gott sei Dank. Zum Glück laufen wir so schnell. Ich denke, damit können wir einiges überspringen. Wir sollten uns trotzdem beeilen. Es ist verdammt heiß und noch nicht einmal Mittag. Der einzige Weg, hier durchzukommen, ist mit Magie. Oh, oder eine Oase. Geht auch. Was zum... Kühe und Hühner? Ja, das ist eine krasse Oase. Wasser, endlich! Und geheilt sind wir immer noch nicht. Mist. Lass uns mal reingehen, er wird uns bestimmt helfen können. Ins Wasser? Okay, zieh dich aus, geiles... Baby. Buhu, überall Ratten. Jetzt habe ich sie aber erschreckt mit Buhu oder so. Ich denke, der Mensch sollte mal wieder in seiner Wohnung aufräumen, falls er denn Mensch ist. Hi. Was sucht ihr hier? Wir brauchen Hilfe. Wir suchen einen Weg, wie wir uns unbemerkt in die Wüstenburg begeben können. Ich weiß nicht warum, aber wir müssen da rein. Nun, bevor ich euch helfe, müsst ihr mir einen Dienst erweisen. Sucht meinen schimmeligen Bademantel. Falsches Spiel. Südlich von hier, irgendwo inzwischen meiner Wohnstätte und Lokima, befindet sich ein Runenstein. Inzwischen, Ich brauche diesen Stein für Nachforschungen. Nachdem ihr ihn mir gebracht habt, werde ich euch weiterhelfen. Kein Problem. Schon so gut wie erledigt. Komm, Karima. Das müssen wir nicht weiter hinterfragen. Moment. Nochmal. Was sucht ihr hier? Wir brauchen Hilfe. Südlich von hier. Zwischen meiner Wohnstätte und Lokima. Also irgendwo in der Wüste. Ja, danke schön. Wir sollten aufpassen, Karima. Warum denn das? Ich glaube, ich habe diesen Kerl schon mal getroffen. Ja, ich habe diese Mantelträger auch schon mal gesehen. In den meisten RPG-Maker-Spielen. Das ging meist nicht gut aus. Und dieser Runenstein mitten in einer Wüste, da ist doch irgendwas faul. Ich denke, wir fallen einfach auf diese Falle rein. Naja, die Wüste ist groß, wenige kennen sich dort gut aus und der Stein könnte von Sand überlagert worden sein. Aber hey... kenne ich noch genau, dann sehe das vielleicht nicht allzu schwarz. Na gut. Hä, das war jetzt ein komisches Argument. Warum laufen überhaupt Kühe und Hühner herum? Wie kommen die hier klar? Ja, gut, ne? In der Wüste. Und plötzlich Zeitlimit. Sieht man denn den Stein? Oh, das ging schnell. Verdammt, was passiert hier? Wie kommen... Oh, es war eine Falle, ja, sowas. Wie kommen wir hier wieder raus? Und was soll das alles nur wegen diesem alten Runenstein? Ich glaube, dieser verdammte Eremit hat uns in eine Falle gelockt. Oh nein, nicht schon wieder. Was denn? Schon wieder. Wer ist das? Ich weiß es nicht, aber er hat es scheinbar auf mich abgesehen. Ja, erneut begegnen wir uns. Räuber, du entkommst mir nicht noch einmal! Noch einmal! Flüchten? Ich flüchte erstmal. Denn das habe ich aus Kelvin-Spielen gelernt. So lange laufen, bis irgendwas passiert. Kaum AP? Immer noch? Gut, dass uns das Wasser geheilt hat. Gut mitgedacht. Das ist Shit. Ein Überraschungsangriff. Schon im Tod ins Auge. Das ist schlecht. Wir haben nämlich so gut wie überhaupt nichts. Krähenkristall. Verwende ihn, um die Hexe zu rufen. Die wird mir jetzt auch nicht helfen können. Bam. Okay, wir müssen sterben. Then please kill me. Versuchen wir mal Folgendes. Wir rennen nochmal zu dem Runenstein und während wir flüchten, rufen wir die Hexe. Weil wir können ja hell sehen. Wir sind ja auch magisch begabt. Also wir als Spieler. So, Item, Krähenkristall. Das hat super geholfen. Und jetzt haben wir ihn verbraucht. Geil.
vielleicht mit irgendwas interagieren, während wir flüchten? Und einen Runenstein haben wir auch nicht. Langsam zweifle ich am Erfolg meines Planes, nämlich im Kreisrennen. Möglicherweise könnte uns irgendwas helfen, was wir vielleicht bekommen hätten, wenn wir das Spiel normal angefangen hätten. Wir haben's normal angefangen. Der Entwickler hat's nicht normal angefangen. Was nicht mein Problem ist. Gut, in diesem Moment ja, aber ich kann nichts dagegen tun. Deine Gruppe wurde ausgelöscht. Danke für die Info. Das war's dann von Xenon's Destiny. Es wurde prima getestet. Ich bin begeistert. Geiles Spiel. Okay, sollte es euch Spaß gemacht haben, dieses Projekt, das sehr kurze Projekt, dann schaut auch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos hin. Dann habt ihr mal was zu tun. Bis zum nächsten Mal.